Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin die Kathi und wie ihr seht, ist heute alles anders, denn wir sind auf der Spielwiesen und ich habe hier nicht mal Markus und Max neben mir sitzen, sondern zwei Special Guests. Und mit denen werde ich mich heute über die Spielwiesen und die Spiele-Highlights 2016 unterhalten. Und bevor wir loslegen, würde ich sagen, ihr stellt euch einfach mal kurz vor. Ja, also ich bin der sogenannte Krimi-Stefan. Den Titel habe ich von den Bretterwissern verpasst bekommen. Liegt daran, dass ich eben Krimispiele geschrieben habe und vertreibe. Also auf meiner Homepage kann man die runterladen. Und ich bin natürlich trotzdem großer Brettspieler und nehme mich dafür alles. Und ja, bin auch schon länger unterwegs, dann so in der Szene und ein bisschen bekannter. So. Ja, ich bin der Matthias oder auch Markus 2.0, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe auch was mit Brettspielen zu tun. Willst du es nicht ein bisschen ausführen? Ach so, ich dachte, wir sollten uns kurz fassen. Ja, ich bin mit zwei Kollegen, mache ich den Bretterwisser-Podcast. Ich arbeite für so die ein oder andere Brettspielfirma. Ich spiele sehr gerne, ich spiele sehr viel und ich habe Freude am Brettspielen. Schön. Und du bist ja auch das erste Mal jetzt hier auf der Spielwiesen. Ich bin das erste Mal. Also ich weiß noch, dass für verschiedene Verlage, für die ich schon gearbeitet habe, also ich auch immer wieder die Anfrage bekam, ja, wollte nicht auch zur Spielwiesen kommen. Und dann haben wir uns dann irgendwie entschieden aus verschiedenen Gründen, meistens Budgetgründe. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, war blöd. Okay, warum? Was gefällt dir hier? Das ist toll. Das ist voll, es ist viel da. Die Verlage sind da mit ihren ganzen Sachen. Ich habe das natürlich jetzt heute auch privat, also dieses Wochenende privat genießen können. Und ich glaube, so viel am Stück an einem Tag spielen konnte ich das letzte Mal, als ich in Oberhof war. Und da kann man nur spielen. Also von da aus gesehen, mir gefällt das hier total toll. Und ich gucke mal nach, ob ich das nächstes Jahr wieder schaffe. Super. Und du warst ja schon öfter hier. Ja, ich bin jetzt das dritte Mal hier auf der Spielwiesen. Ist natürlich mal was anderes, weil ich wohne in München. Und da hat man es natürlich auch sehr kurzen Weg und im Vergleich zu Essen, wo man halt dann doch ein bisschen fahren muss. Ja, es hat hier seinen eigenen Charme, aber ich freue mich eigentlich immer drauf. Also nach Essen, das ist immer eher so dieses Stress-Event, dann kommt irgendwie das schöne Runterkommen, viel spielen, jetzt sich Zeit nehmen zum Spielen und sich alles anschauen. Also es hat ja was Besonderes. Ich gehe immer sehr, sehr gerne hierher. Okay. Ja, gut, Essen hat natürlich auch Stress, wenn man da arbeiten muss. Wenn du jetzt hier arbeiten müsstest, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Highlight, das ich gestern mitbekommen habe. Samstags Hallenöffnung bis 23 Uhr. Oh ja. Also wer hier arbeitet, der tut mir ein bisschen leid, weil das ist wirklich anstrengend, aber für uns Spieler war das traumhaft. Ja, man merkt es halt an der Stimme jetzt mal ein bisschen, weil ich habe halt wirklich ganz so lange durchgespielt und wir haben um 10 Uhr gestartet und haben halt konstant durchgespielt, sind von einem Spiel zum nächsten gehüpft und also das war natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn es sowas in Essen geben würde, zumindest an einem Tag. Also, genau, mindestens, also an dieser Stelle vielleicht für die Frau Metzler die Möglichkeit, wenn sie uns einen Abend, auch bis 23 Uhr, die Verlage werden euch alle hassen, aber die Spieler lieben euch dafür. Ich bin ja nun inzwischen auf einigen Veranstaltungen gewesen und die Spielwiese München ist im deutschsprachigen Raum nach Essen die größte von der Besuchermassen. Also das überrascht mich, weil nämlich die Halle selber jetzt nicht die größte ist. Ich würde sagen, die Halle ist kleiner als die kleinste in Essen. Es ist aber voll, es ist proppevoll. Ja. Die großen Verlage sind alle da, fast alle. Viele. Ja, mir fehlt zum Beispiel der Heidelberger. Also das ist einfach so ein, bin ja auch ein kleiner Fanboy, muss man dazu sagen. Ja, wobei Heidelberger natürlich kein Familienprogramm hat. Also Asmodee Richtig. Ist natürlich da, das Familienprogramm ist da. Kosmos ist da. Kosmos ist da, Hans im Glück ist da, auch mit den Schmidt-Spielen. Huch ist da. Pegasus Amigo ist da. Pegasus ist da, auch Ravensburger ist sogar da. Auch da. Mhm. Wenn auch nur mit Puzzeln. Und aber hier gibt es echt irrsinnig viel Spielfläche. Also wir sind jetzt gerade, wir haben uns ein bisschen zurückgezogen in der Frühe, bevor die Massen alle noch da sind, im ersten Stock. Hier sind, wie viele sind Konferenzräume sind das hier? Weiß ich nicht, 20 oder so? Mindestens. Und in jedem von diesen passen locker nochmal 50 Leute. Also eigentlich 1000 Leute kannst du hier oben noch alleine unterbringen. Und das ist eigentlich ein kleinerer Bereich als jetzt die Halle unten. Also das ist, und da ist auch schon alles voll mit Spieltischen. Also es ist ja wirklich wenig, also in Essen kennt man das ja manchmal von den großen Verlagen, dass die Aufbauten haben, wo die sich präsentieren. Und hier relativ wenig und in erster Linie auch nur Spieltische. Das ist vielleicht eben auch der große Unterschied zu Essen. Hier gibt es eine Spieleausleihe und man geht dorthin und sagt, ich hätte gerne dieses Spiel, nimmt das dann mit und geht in den ersten Stock, setzt sich hin und spielt dieses Spiel. Also dass dieses Spielen halt schon sehr im Vordergrund, das Spiel an sich und ich habe manchmal das Gefühl, weniger der Verkauf.
definitiv weniger der Verkauf. Es gibt nicht so viele Verkaufsstände, drei, vier habe ich gesehen. Und die machen wahrscheinlich dann auch entsprechend mehr hier Umsatz, aber die können dann auch gezielter an Familien verkaufen, weil die natürlich das hier auch besser ausprobieren konnten. Also wenn die Familien einfach sagen, ich kann das hier testen, ich kann das probieren, und wenn die dann gleich feststellen, das hat uns allen gefallen, und dann wissen, schreiben wir uns auf, gehen wir gleich drüben zum Stand, kaufen uns das, dann sind die natürlich auch glücklicher. In Essen zu sagen, ja, ich kaufe hier, ist zwar eine Möglichkeit, aber man kann es ja dann doch oft genug nicht testen. Das kommt in erster Linie natürlich denen zugute, die dann die Hype-Spiele haben. Also es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wer noch nie hier war, sollte mal vorbeischauen und sich das Ganze anschauen. Fall. Und dann auch gleich um 10 Uhr da sein, dass man wirklich so die volle Dröhnung hat bis 23 Uhr am Samstag. Oh, das habe ich. Also ich habe ja gestern so überlegt, so, ach, gehe ich schon um 17 Uhr oder so? Und ich bin eigentlich froh, dass ich es nicht gemacht habe, sondern bis zum bitteren Ende, bitter war es nicht, bis zum süßen Ende, und das halt also auch genossen habe und auch da in einem großen Tross dann also auch zurück zur U-Bahn laufen konnte. Ich würde noch zu einer anderen Messe im Vergleich ziehen, nämlich zu Leipzig, die ja auch sehr, sehr familiengerichtet ist. Da ist es halt so, das ist halt nicht Spielen only. Da sind halt die Modelleisenbahner dabei, da sind die Bastler dabei, die Briefmarkensammler, die, weiß ich nicht, Puppenausstattung, ähnliche Sachen, die RC, also die ganzen ferngesteuerten Züge und Rennautos und Flugzeuge und alles Mögliche. Also da ist Spielen auch nur ein kleiner Teil der Messe. Und der ist auch ordentlich voll. Auch da sind viele Familien. Aber der Flair ist nicht derselbe, weil hier können wir schon mal alle Essen-Neuheiten spielen, dadurch, dass es Nachessen ist. Leipzig ist Voressen. Ja. Und es gab ein paar Neuheiten, die waren schon zu Leipzig fertig. Genau. Nochmal, Carcassonne Amazonas, auch von Amigo, das Ice Cool oder so. Das kann man dann schon spielen, aber das ist gefühlt so ein kleiner Teil nur. Und das ist das, was Leipzig fehlt. Sehe ich eigentlich auch immer so. Ich bin am Essen und dann weiß ich ja ganz genau, es kommt die Spielwiesen. Und ich klammer alle Spiele aus, wo ich einfach weiß, ja okay, die kann ich auf der Spielwiesen noch spielen. Ich schaue mir dann mehr die internationalen Sachen an, wo ich dann einfach weiß, da habe ich sonst keine Gelegenheit dazu. Leipzig ist natürlich der Vorteil, dass auch mal, wie du es gerade gesagt hast, eine Neuheit erscheinen kann. Ja, aber und da tatsächlich auch eher die Familienspielneuheiten, was ja auch Sinn macht mit dem Publikum her. Jetzt habt ihr schon Essen angesprochen und da sind natürlich die meisten neuen Spiele dieses Jahr rausgekommen. Was sind denn so eure Highlights aus der zweiten Jahreshälfte? Also wir können jetzt natürlich eine etwas längere Liste aufführen. Wir haben uns vorbereitet. Top 100 machen wir jetzt, oder? Ich dachte, die Top 333 oder so. Das war so nicht abgesprochen. Also ich schmeiß jetzt mal einfach ein Spiel in den Raum, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt habe, was ich mit sehr viel Freude spiele, nämlich Fabelsaft. Wunderbares, einfaches Spiel. Es liegen ein paar Aktionskarten aus, die ein bisschen Worker-Placement-mäßig, man setzt sich auf eine drauf, führt die Aktion aus oder stattdessen kauft man sie, dann hat man einen Saft. Aber für jeden Saft, den man kauft, kommt eine neue Aktionskarte ins Spiel. Nach jeder vierten kommt auch eine neue Aktionsmöglichkeit ins Spiel. Andere Aktionsmöglichkeiten verschwinden und da kommt noch ein gewisser Legacy-Mechanismus dazu, dass Karten, die einmal gekauft sind, sind einfach komplett raus und auch im nächsten Spiel nicht mehr dabei. Und da ist so ein Riesenstapel und wir haben jetzt nach 5 Partien ungefähr so viel davon schon abgearbeitet. Und da freue ich mich einfach auf die nächsten Partien, das kennenzulernen, wie die Aktionen miteinander interagieren. Das wird bestimmt toll. Da lege ich mich auch fest, das wird zumindest nominiert werden. Also ich würde mich wundern, wenn die Jury es ignoriert. Ja. Hast du schon gespielt? Ich habe es noch nicht gespielt. Es steht leider noch seit Essen eingepackt in unserem Schrank. Das war die erste Essen-Neuheit, die ich gespielt habe. Ja gut, ein paar habe ich natürlich vorher schon gespielt. Hast du die Exit-Spiele schon gespielt? Ja, habe ich schon gespielt. Okay, alle drei? Nee, bis jetzt nur, also von den Kosmos-Reihe erst eines. Erst eins, oh, da kannst du dich noch was freuen. Das ist nämlich meine Empfehlung. Okay. Da noch draußen, also ihr müsst euch diese Reihe holen. Das alle sind drei. Einfach Spielerlebnisse. Fangt mit der Hütte an, das ist das Einfachste. Fangt mit dem Labor an, das ist das Einfachste. Aha. Nehmt also die Hütte und das Labor. Und habt einfach eine Stunde lang Spaß in der Gruppe und für mich wirklich eins dieser Highlights dieser gesamten Messe und für mich, glaube ich, auch vom gesamten Jahrgang. Für mich definitiv auch ein absolutes Highlight. Das Traurige ist, man kann jedes nur einmal spielen und man möchte mehr. Und ich bin total froh, dass der Kosmos Verlag schon zu Nürnberg drei neue nachliefert. Und ihr habt wirklich für die Hütte eine Stunde gebraucht? Das ist ganz schön lange.
Nein, haben wir nicht, aber... Also ich muss ja zugeben, also die Hütte hatte ich ja beim Cosmos Press Event gespielt, da haben wir, glaube ich, 54 Minuten gebraucht oder so, da waren wir zu fünft, die anderen beiden habe ich zu Hause mit meiner Frau zu zweit gespielt, da haben wir jedes Mal über 60 Minuten gebraucht, aber wir sind da auch so voreingenommen, wir weigern uns Hinweiskarten zu geben. Ja, wir auch. Dann, das ist natürlich auch ein Unterschied, ob man zu dritt oder zu viert spielt, also ich würde es auch wirklich bloß in der geringeren Spieleranzahl empfehlen. Ich würde auch sagen, vier ist ein vier. Gutes oberes Ende. Genau, ich würde bei vier die Grenze ziehen und... Ich bin halt gespannt, ob es nominiert wird, ob es auf die Empfehlungsliste kommt oder ob man das überhaupt machen kann. Das ist sehr schwierig in dem Fall. Welches von denen soll man dann nehmen? Und nimmt man die ganze Reihe? Die Grabkammer. Ich weiß es nicht. Die Grabkammer, weil es das Einzige ist, was wir noch nicht erwähnt haben. Persönlich für mich ist die Grabkammer das Beste von den dreien. Okay. Also das sind marginale Unterschiede. Ja, Nuancen. Aber also, ja. Macht euch Überraschungen gefasst dort auf jeden Fall. Oh ja, also wirklich sehr, sehr geniale Ideen. Haben wir schon länger über Exit geredet. Ja, das macht nichts, verdient es auch. Ja. Verdient es definitiv, also super. Also Inka, Markus, Daumen hoch, habt ihr klasse gemacht. Ja, was mir noch sehr gefallen hat, ist King Domino. Das ist jetzt auf Deutsch, kommt das, glaube ich, erst nächste Woche raus. Das ist aber bei Blue Orange erschienen, das konnte man in Essen auch schon bei denen in einer deutschen Version kaufen. Das ist wirklich, da sind Dominosteine drin, 48 Stück. Davon zieht man vier raus. Jeder überlegt sich, welches er haben will, wird also drauf gepackt. Und die sind aber jedes Mal vorsortiert, da sind auf der Rückseite Zahlen. Und der mit der kleinsten, der den kleinsten genommen hat, das ist ja auch der schwächste Stein, der darf von der nächsten vier Auswahl als erster auswählen. Also wer den stärksten Stein nimmt, muss gucken, was übrig bleibt für die nächste Runde. Und dadurch entsteht so ein gewisser ausgleichender, tarierter Mechanismus. Und dann musst du die Dinge einfach verbauen. Und du hast halt ein Königsschloss und dann musst du halt alles drumherum bauen. Das muss am Ende genau 5x5 Felder groß sein. Nach 12 Runden ist Schluss, es dauert keine halbe Stunde, es geht schnell, das ist super. Du musst Gebiete legen, musst werten, musst halt gucken, dass da auch Hütten sind, die das wieder Punkte geben und das macht Spaß. Und ist denn das wie Dominosteine? Also sind auch so zweiflättig aufgebaut? Genau, das sind, sind wie Dominosteine aufgebaut, aber die Steine sind größer und dicker und total tolles Material auch, gefällt mir super. Okay. Schön, also apropos schön. Schön, genau. Aber jetzt kommt ein richtig schönes Spiel, Cottage Garden. Von Uwe Rosenberg. Auch ein Highlight für mich. Und zwar nicht nur das Layout, auch vom Spielerischen her. Es ist kein Patchwork 2.0. Es hat zwar diesen ähnlichen Mechanismus, das schon, also man verbaut auch wieder diese Tetris-Teile, aber es geht doch in eine ganz andere Richtung. Es ist weniger verkopft, also ich kann einen leichteren Zugang, also ich glaube, dass man damit eher auch die Gelegenheitsspieler anspricht und an den Tisch bringt. Und ja, man zieht immer so seinen Stein eben weiter und kann dann über diese Auswahl sich die verschiedenen Bauteile in zwei verschiedene Beete einbauen. Und wenn das Beet halt dann voll ist, dann wird es abgewertet. Mhm. Und so vom Mechanismus her, bis man ungefähr eine Vorstellung hat. Und also das Spannende bei Patchwork ist es ja auch, das ist so ein Economy-Spiel. Man muss halt gucken, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie gehe ich mit meinen Knöpfen um. Da muss man mit seinen Ressourcen arbeiten. Ja. Und das Puzzeln ist eigentlich das, was so nebenbei ist. Bei Cottage Garden ist das Puzzeln im Vordergrund. Ja, du nimmst einfach einen Teil und du willst das so bauen, dass du halt irgendwelche Teile freilässt, weil die bringen nur Punkte. Also du musst halt wirklich gucken, dass das da frei bleibt. Und dann, du kannst aber auch schon vorgedruckte Sachen trotzdem überbauen und so. Da ist viel Freiheit drin, viel, viel, viel einfacher als Patchwork. Und Patchwork ist ja total einfach. Ja, eigentlich schon. Und definitiv auch klasse. Und es gibt Katzen, Kathi. Ja, ich weiß. Das wollte ich gerade sagen. Also bei Cottage Garden ist es schon so, man kann sich schon sehr viel reindenken, wenn man möchte. Weil theoretisch sieht man immer, welche Teile als nächstes kommen. Genau. Und das Beste sind die Katzentokens. Das haben die jetzt noch nicht erwähnt. Das muss erwähnt werden. An dieser Stelle Grüße an Sarah Kestering. Ja, auch du musst das spielen, alleine wegen der Katzen. Man sieht die Katzen ja auch so zusammengekümmert oder so. Das ist so auch süße kleine Kittens. Ja, also das waren jetzt so ein paar Vorstellungen, die würden wir jetzt mal so in die rote Kategorie der Jury einsortieren. Jetzt vielleicht noch ein paar, die wir in die graue Kategorie einsortieren. Und da, das haben wir auch dieses Wochenende schon dreimal gespielt. Ja. Und das hatte ich schon vorher ein paar Mal gespielt. First Class von Hans im Glück. War am Anfang in der Entwicklung das Russian Railroads Kartenspiel. Hat sich aber komplett in eine andere Richtung entwickelt. Also wer Russian Railroads mag, wird das Spiel auch mögen. Wer Russian Railroads nicht mag, wird das Spiel wahrscheinlich trotzdem mögen. Im Vordergrund steht halt ein Card-Drafting-Mechanismus, da liegen ein paar Reihen mit Aktionskarten. Jeder nimmt sich reihum davon eine, bis jeder drei genommen hat. Und die muss halt einfach bei sich auslegen. Und man baut an zwei Zügen, die man stückchenweise Waggon für Waggon verlängert. Und gleichzeitig aber auch an einer Zugstrecke.
Und man braucht Aktionskarten, um voranzugehen, Aktionskarten, um Karten auszulegen, Aktionskarten, um dieses und jenes zu machen. Man nimmt aber vor jeder Wertung nur 6 Karten. Also man nimmt insgesamt nur 18 Karten im gesamten Spiel. Dreiviertel Stunde gespielt. Und der Clou, es ist ja wirklich die Module. Also du hast einen Grundstock an Karten, der immer dabei ist. Und dann nimmst du 2 von 5 Modulen, die beiliegen. Man empfiehlt natürlich die ersten beiden Module fürs erste Spiel. Würde ich auch empfehlen, definitiv. Aber du kannst halt auch 2 einfach beliebig andere nehmen und das Spiel erspielt jedes Mal anders, weil jedes dieser Module einen eigenen Schwerpunkt ins Spiel reinbringt, der, wenn man den rauslässt, auch gar nicht vorhanden ist. Also, und das eine Modul, das ist das einzige, und jetzt habe ich das Spiel, heute früh nachgeguckt, ich habe es 8-mal schon gespielt, das einzige, was ich bis jetzt noch nicht einmal gespielt habe, ist halt wirklich mein Ding. Der Krimi-Fall. Und das nehmen wir uns heute noch vor. Das machen wir heute noch. Wir setzen uns hin und wenn wir es im Notfall nur zu zweit spielen, wir wollen den Krimi-Fall noch spielen. Ja. Das muss halt sein. Und also für mich auch ein Highlight. Also ich würde mich wundern, wenn das nicht auf irgendwelchen Listen auftaucht. Es bietet so viele taktische Möglichkeiten und ist so simpel eigentlich. Dieses einfach, ich nehme eine Karte jede Runde, für die Aktion, dass die draufsteht und trotzdem hat man so viele Möglichkeiten. Ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann mich darauf spezialisieren. War und am Ende super. Gewinnt man mit 5 Punkten Vorsprung. Ja, und am Ende gewinnt immer der Matthias. Ich dachte grün. So, nachdem wir die Würfel schon aufgebaut haben, ist mein nächstes ein Würfelspiel. Rogue for the Galaxy. Ich weiß, es ist nicht mehr die Neuheit eigentlich, aber ich behaupte, da könnte was auf dem grauen Pöppel zu tun haben. Sie dürfen ja das jetzt eben berücksichtigen. Und mich würde es freuen, wenn es zumindest berücksichtigt werden würde, weil ich habe so viel Spaß schon dran gehabt. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen. Also wenn das jemandem erklärt und erstmal sagen muss, ja, da gibt's das und da gibt's das und da gibt's das, ist viel. Aber wenn es mal läuft, also wenn man das mal gespielt hat und die Leute das begriffen haben, ist es nicht mehr so kompliziert und jedes Mal war es bisher in meinen Runden so, dass die dann auch danach unbedingt nochmal spielen wollten. Und das ist immer für mich so ein Garant für ein gutes Spiel, dass man danach dieses Gefühl hat, jetzt kann ich es besser machen, jetzt will ich es nochmal und danach verliert man es ja wieder. Aber das liegt jetzt aber, glaube ich, an dir. Ja, stimmt. deswegen, also Roll for the Galaxy, der Nachfolger von Race for the Galaxy. Ich würde mal sagen, der Ableger. Ja, vielleicht ein Ableger. Ich habe ja die Hoffnung, dass für Race for the Galaxy noch Erweiterungen kommen. Aber für Roll for the Galaxy ist ja auch schon die erste Erweiterung jetzt zu Essen gekommen. Und von allen, die sie gespielt haben, habe ich nur gehört, sie spielen nicht mehr ohne. Ich habe sie gekauft und ich habe genau die gleichen Stimmen gehört. Jeder hat gesagt, wenn man sie einmal gespielt hat, will man gar nicht mehr ins Grundspiel zurückgehen. Ich muss sie noch spielen. Das werde ich mir auf jeden Fall vornehmen. Sie liegt bei mir auch zu Hause rum. Mal gucken, was meine Gruppe dazu sagt. Also, graue Kategorie. Das nächste, weiß ich jetzt nicht, ob das schon noch grau ist oder schon dunkelgrau. Da wollen wir uns nicht zu sehr festlegen. Ich bin Feld-Fanboy, wenn ich das sagen darf. Ich liebe Stefan Feld und seine Spiele. Die meisten davon sind einfach nur genial. Und das Neue ist tatsächlich, finde ich, auch wieder sehr gut. Das Orakel von Delphi bei Hall Games. Es ist sehr, sehr untypisch für Feld. Es geht nicht um Siegpunkte, sondern wir wollen Zeus beeindrucken. Es gibt 12 Aufgaben. Und die sind aber auch, also die variieren ein bisschen, aber effektiv alle Spieler haben genau exakt dieselben 12 Aufgaben in einem Spiel. Und wer die zuerst erfüllt hat, hat gewonnen. Und das ist ein super einfacher Würfelmechanismus auch. Man hat 3 mögliche Aktionen, man kann dieses, jenes, sonstiges machen. Alles ist farbgesteuert. Das ist das einzige Problem mit Farbblinden. Oh, Markus. wir haben es mit einem Farbblinden gespielt, auch gleich 2-mal hintereinander. Bis auf die kleinen Klötzchen hat das wunderbar funktioniert, weil überall sind Symbole drauf. Bei den Roten und Grünen haben wir die Roten einfach um 90 Grad also umgelegt, sodass man das auseinanderhalten konnte. Einfach probieren geht. So viel, wie man als Verlag, glaube ich, machen kann. Aber ich glaube, das haben wir inzwischen auch 7-8 Mal gespielt. Und da hat meine Familie noch nicht genug von, meine Freunde. Von da aus gesehen, für mich definitiv auch ein klasse Spiel. Also Stefan Feld ist normalerweise nicht so meins, aber bei Orakel von Delphi hat er selbst mich bekommen. Und das heißt da schon mal was. Also das habe ich gespielt und mir auch gleich gedacht, okay, hier ist nochmal was. Und dann möchte ich nochmal ran. Ich finde diesen Mechanismus eben so gut mit dem, ich habe einfach einen blauen Würfel oder habe was Blaues gewürfelt, deswegen kann ich eine blaue Aktion machen. Oder ich habe was Rotes gewürfelt, jetzt mache ich was Rotes. Und das sich so durchzieht durch das Spiel. Also das Spannend ist ja eigentlich, du kannst mit jeder Farbe jede Aktion machen, aber nicht überall. Ja. Und das gibt nochmal so einen ganz neuen Blick auf, wie kann ich Würfel in einem Spiel einsetzen. Und das ist sehr innovativ. Dazu noch das variable Spielbrett. Also, richtig. Sehr gutes Spiel.
Ich habe noch was für die dunkel-dunkel-graue Liste. Ich weiß, es wird nicht berücksichtigt werden. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Maximale Empfehlung. Also, aber, und es ist auch jetzt langweilig, nicht. Wahrscheinlich würde jetzt jeder sagen, echt, das Spiel haben sie noch nicht genannt, doch ich nenne es jetzt. Terraforming Mars hat mich wirklich umgehauen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern alle Spiele, die ich so gespielt habe, waren immer so ganz gut und waren auf dem Level und plötzlich kam Terraforming Mars und das war da oben. Also ich dann einfach gesagt habe, das hat mich so angesprochen. Das Thema hat mich angesprochen, einfach, dass man das Gefühl hat, man produziert da was, man baut da was auf. Also der Mars wird nach und nach bevölkert oder man hat, die Temperatur steigt an, der Sauerstoffgehalt geht hoch. Und ich habe so viele Karten am Anfang, die ich dann immer ausspielen kann und damit eben immer den Mars beeinflusse. Und es hat mich ein bisschen so erinnert an Agricola, diese Anfangskarten, die man bekommt. Und danach seine Taktik ausrichtet. Also ich schaue mir an, was für Karten habe ich da bekommen, was kann ich jetzt machen damit, wie gehe ich da am geschicktesten vor. Und ich will es immer und immer wieder spielen. Also da gibt es eben auch verschiedene Unternehmen, die man am Anfang zieht und dann eins aussucht. Und dann hat man zum Beispiel einmal, dass man mehr auf Energie geht oder dass man mehr auf Bergwerke geht oder dass man Geld eher bekommt. Also es gibt so viele Sachen. Die Mechanismen sind so schön ineinander stimmig. Also sie greifen einander so schön ein. Also wenn man Energie übrig hat, dann geht die in Wärme über. Also auch physikalisch korrekt umgesetzt. Ja. Und also das ist leider momentan ja ausverkauft. Also man kommt nicht dran. Kommt im Januar nach. Im Januar dann. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Also der so ein bisschen Faible dafür hat. Also wer Agricola zum Beispiel gerne mag. Wenn du Agricola sagst, da ist ja auch so, dass die Leute irgendwann es nicht mochten, dass sie so ein bisschen von den Karten gesteuert waren, die sie bekommen haben. Man kann das auch bei Terraforming Mars draften. Man kann also sagen, hier jeder kriegt irgendwie 3 Karten mehr und dann sucht man sich halt eine raus und gibt weiter und auf diese Weise halt also auch ein bisschen steuern, A, was man bekommt und B, was die anderen wahrscheinlich haben werden. Ja, ich muss auch sagen, bei Terraforming Mars, wie du schon gesagt hast, ist es einfach so wahnsinnig komplex, aber es ist einfach total thematisch. Also es macht alles irgendwie total Sinn. Ja. Das ist für mich definitiv auch ein Highlight. Ich habe leider kein Exemplar in Essen mehr bekommen, wir waren zu langsam. Ah, ja, dann zunächst, ich habe auch keins mehr bekommen. Oh. Ich muss auch mal hausieren gehen, um irgendwo spielen zu können. Lass mich mal so formulieren. Da habe ich natürlich den Vorteil gehabt, ich habe es vor Hallenöffnung mal kurz am Stand vorbeigeguckt. Dadurch hatte ich glücklicherweise am Samstag dann eins bekommen. Aber schön für dich. Es liegt noch verschweißt zu Hause. Vorfreude ist die beste Freude. Wir bekommen genau. Es schon noch. Genau. Also wir warten auf Januar, bis wir Terraforming Mars bekommen und freuen uns bis dahin, alle anderen Sachen schon mal auszuprobieren. Ich hoffe, bitte. Es hat Spaß gemacht, mit uns zu drehen. Ja, ich hoffe, da kommt jetzt nicht zu viel Schnitt mit rein. Also wenn ihr hier andere Würfelzahlen seht, dann wisst ihr, die hat geschnitten. Genau, wir tauschen da so ein bisschen. Ich hoffe natürlich, die hat es auch gefallen. Ja, klar. Und dann hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein.